Freunde, willkommen zu einem wunderbaren neuen Opening hier auf Cardcatcher und heute präsentiere ich euch einfach mal das wohl gehypteste und begehrteste TCG-Produkt, was dieses Jahr überhaupt rausgekommen ist. Ich weiß, ich werfe hier wieder mit ganz vielen Wörtern rum, aber wartet einfach mal kurz. Denn ich rede hier natürlich von One Piece OP05 und alleine das Artwork hier mit Ruffy, das sieht einfach so großartig aus, dass wir heute vielleicht sogar die teuerste Karte überhaupt ziehen können. Diese Ruffy-Karte hier mit der Oda-Unterschrift wollten wir ja schon im japanischen Set ziehen. Ja, kleiner Spoiler, ist uns nicht gelungen. Dazu habe ich mir noch einen Special Guest eingeladen, der schon ein bisschen Ahnung hat von dem TCG-Spiel selbst. Ja, und das ist der gute Toni. Herzlich willkommen, grüß Moin. Dich. Moin, hallo. Wie danke. Geht's? Gut, und selber? Ja, ich natürlich auch super. Ne? Wir machen jetzt hier das gehypteste und krasseste Set überhaupt auch von One Piece. Ne? Ist so. Wie ist deine Meinung so ganz schnell, simpel? Also ich meine, es geht um Gear 5, Ruffy. Drums of Liberty, egal was du machst, sind immer im Ohr drin. Deswegen, ich meine, das ist einfach, es ist ein krasses Set und man merkt das auch. Ne? Die Nachfrage ist groß und alle Leute wollen die Hits haben und ich würde sagen, genau das wollen wir auch, oder? Ja, let's go, gehen wir rein, machen wir das auf, ne? Also, ich würde sagen, wir machen Hälfte-Hälfte, ne? Dass wir sagen, okay, linke Seite kriegst du, rechte Seite kriege ich. Aber vorab eine Glaubensfrage. Ja. Wie unboxst du? Wie ich unboxe? Einzelne Karten. Ich muss dazu sagen, ich bin ein richtiger Kunstbanause, was das angeht. Okay. Bei mir geht's immer, ich nehme die zwei letzten Karten umdrehen. Aber ich glaube, für heute muss ich mir das wahrscheinlich das ein bisschen abgewöhnen. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Aber ich gehe einfach durch. Okay, let's bis go. Bis zu der letzten Karte. Was für Techniken manche Leute haben, ey. Ist so. Manche genießen und zelebrieren das. Und ich bin da tatsächlich richtig krass der Praktiker. Einfach let's go, feuerfrei. So, das kann weg. Und dann, ja, wer fängt an? Ich würde sagen, der Gast, oder? Können wir machen. Ja, dann, okay. Let's go. Dann so, das allererste hier. Booster hier. Riecht schon mal nach Show, riecht schon mal gut. Riecht nach Ruffy, ne? Genau. So, wir machen das natürlich in der klassischen Manier dann. Lass uns mal gucken. Okay, du gehst so dann durch. Ich zeig dir gleich, wie ich das so mache. Okay. Und das Leader schon mal, okay. Jetzt. Und, okay. Erstmal die Rares, ja, super. Die beiden. Kannst du zu der Karte auch irgendwas sagen? Ich habe schon mitbekommen, die soll gut sein. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Karte, die kann man auf ganz locker im Zorro-Deck spielen. Wird auf jeden Fall da Anwendung finden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie bei Bellobetti auch gespielt wird, weil Bellobetti wäre der Leader, den wir gerade gesehen haben. Ja. Ist, glaube ich, so aktuell das leichteste und cheapeste Deck, was man sich, sag ich mal, wenn man Low Budget oder so spielen möchte, dann kann man sich guten Herzens das Bellobetti Deck zulegen, okay. Wo man nicht gleich ihre horrende Summen ausgeben muss. Und ja, auf jeden Fall wird man da dann diese Firefist findet man zumindest beim Zorro Deck auf okay. jeden Fall. Also doch eine ganz gute Karte für ein Deck. Wenn Verwendung man findet man dafür auf jeden Fall. Guck mal, jetzt zeige ich dir mal, wie das macht. Ne? Also ich mache das immer so, zack, zack und dann gehe ich immer so durch. Bis dann die letzte Karte so als Überraschungseffekt dann kommt. Da muss ich auch, als wenn ich hier bei so Profi, ne, da zu Gast bin, ne. Oh, und da ist der erste Hit. Jawohl, Baby Five. Guck mal, direkt der erste Hit hier. Also hast du direkt auf jeden Fall dich für die richtige Seite entschieden. Ach, so muss das doch hier sein, ne? Ich muss sagen, ich bin bei Grün leider tatsächlich jetzt gar nicht so bewandert. Ich glaube, dass sie eher zu den nicht so beliebten Hits gehört. Mhm. Was ja aber auch nicht schlimm ist, weil also wir sind ja hier auch, um einfach zu sammeln. Und sie sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ne? Das ist eine sehr schöne Alternative. Aber wir haben in dem Booster auch also tatsächlich aus der Constructed- oder Gaming-Sicht zwei interessante Karten gefunden. Wir haben hier einmal nochmal für die Bellobetti eine sehr essentielle Karte, die sozusagen das Ganze befördert. Und wir haben hier eine Key-Karte, die wahrscheinlich größte Tempokarte, die das Sakazuki-Deck hat. Die wird einfach viermal komplett im Deck gespielt und ist halt essentiell. Ganz gut. Ja. Okay. Also auch wieder hier zwei starke Karten, ja, ne, dass wir hier einen kleinen Spieler haben, der hier auch wirklich die Ahnung hat. Wie war das jetzt hier so gerade runter oder? Ja, egal, mach wie du möchtest. So. Schon mal gehabt, ne? Hier haben wir den besagten Sakazuki, über den wir gerade gesprochen haben. Dann haben wir hier eine essentielle Karte für das Gelb-Deck, unter anderem bei Katakuri und bei Enel gespielt. Und dann haben wir hier nochmal eine Rare. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, gut, also gehört jetzt nicht, wir sprechen ja sowieso, wenn, über nur essentielle Karten. Wollte ich gerade sagen, also du kennst jetzt nicht auch alle weil sonst auswendig. Diskutieren wir hier jedes Pack aus. Aber wie findest du jetzt so das fünfte Set als Spieler, sagen wir mal so? Ne? Ich habe ja auch schon mitbekommen, Whitebeard ist ja, glaube ich, wieder da. Ne? Genau. Da also gab es jetzt wieder eine Änderung. Der hat jetzt wieder eine Anwendung gefunden, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, dass er jetzt nicht Top-Tier ist, aber der ist, also auf jeden Fall hat seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, wir haben die Don. Ja, da ist sie. Ist auch herrlich, ne, oder?
wunderbar. Also die Don-Karten bei One Piece sind alle einfach wunderbar. Aber die ist auch schon speziell geil. Also das sechste hat jetzt auch eine starke Don-Karte ja bekommen, ne, mit Zorro und Sanji. Ja, das ist schon nice. Grundsätzlich, deine Frage, um darauf zurückzukommen, du hattest gefragt, wie ich das Set finde. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Set, weil wir haben viele schöne Karten. Wir haben einfach ein Set, was für jeden, der in der Story drin ist, auch mega geil absolut, ist. Ne? Also ohne da jetzt zu viel zu spoilern, die Leute sehen ja, was hier abgeht, ne? Und das ist schon auf jeden Fall eine Stange, ne? Ähnel hier, ja, sehr schön. Und dann und guck mal hier, da haben wir direkt den nächsten, den würde ich dann dir einmal übergeben. Zorro hier auch eine sehr schöne Karte, hat eine starke Verwendung im Starterdeck, Ruffy-Deck, lila. Also das Starterdeck, was gerade erst rausgekommen ist. Ja. Das basiert ja so ein bisschen auf Rampen, das heißt, dass du ja vorzeitig ein bisschen mehr Don, also deine Ressource, mit der du, deine Energieressource, dass du die sozusagen ins Spiel bringst, dass du frühzeitiger hohe Targets ausspielen kannst. Okay. Ja. Find's ja auch wieder sehr cool, ne, wie du es eben angesprochen hast mit hier dem neuesten Arc mit Gear 5, ja. Ruffy. Ich find's ja immer super, dass es halt wirklich so zwei Hauptarcs gibt. Wir haben jetzt einmal die Enel und das Neueste so gesagt. Ne? Ja, so eine Mischung halt. Ne? Ja, 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 richtig cool. Und das macht's auf jeden Fall auch nochmal besonders. Und dazwischen noch ein paar andere Karten. Oh, Ulti. Eine Ulti, ja. Also schon mal der nächste SR, das ist der nächste Hit, den wir haben. Bleib gleich am Ball. Natürlich, let's go. Das ist schon krass, wie die Preislage aktuell so ein bisschen ist. Es ist völlig verrückt, auf jeden Fall. Ja, es ist auch erstmal wahrscheinlich gar nicht absehbar, dass das so schnell sich reduziert, weil ja auch diese ganzen Wellen reduziert wurden, wenn man das mal hier und da mitbekommt. Natürlich sind das immer nur Gerüchte, aber oh, ich sehe da was. Oh. Und wir haben ein Borsalino, ganz wichtige Karte. Daneben auch die Hina, auch eine wichtige Karte. Beides im Sakazuki-Deck vertreten. Die Karte hier mehr als Tech-Karte. Manche spielen sie, das ist so eine Glaubensfrage, ob man die oder eine andere spielt. Ja. Aber die hier ist eine Key-Karte, die sollte auf jeden Fall ins Deck. Aber Borsalino so oder so ein legendärer Charakter. Also wo ich den erst mal bei One Piece gesehen habe. Ne? Ich dachte, was ist denn das für einer? Ey? Ich glaube, bei den Marines ist es halt so, entweder liebst du sie oder du hast sie. Wir wurden gespoilert. Okay, da hat jemand... Klar, ja. Das ist jetzt quasi meine Art des Unboxing. Direkt, jetzt hast du es mal... Ne? So. Okay, direkt den krassen Hit hier hinterher. Okay, ja, okay, gut. Sabo, auf jeden Fall coole Karte, hat einen sehr coolen Effekt. Ich meine, dass sie auch definitiv, also bei Belobetti wird sie gespielt. Bei Zorro weiß ich jetzt nicht zu 100%, ob er da Anwendung findet. Aber hat einen coolen On-Play-Effekt, kann man immer mal verwenden. Gut, eine Alternative. Da muss ja wenigstens noch die Secret Rare raus. Also ist immer schlimm, wenn es zum Schletz... wirklich das Display fast leer. Zwei Booster noch und es ist noch keine Secret Rare raus, ne? Furchtbar. Ist so, da kommt wieder was und wir haben ein Kit, Justice Captain Kit, wichtige Karte auch zum Spielen, daneben auch der Karasu, beides Karten, die man spielt, aber der Captain Kit auf jeden Fall vor-off im Purple, man nennt ihn auch Puffy Deck. Wieso? Ja, Purple Luffy, Abkürzung Puffy. Ah, okay, okay, gut zu wissen. Auch da, kleiner Hinweis, wer sich für das Purple Ruffy Deck, sag ich mal, interessiert, letzte Folge von uns, A-Sozial Podcast. Stimmt, gerne Werbung mal, hier einmal. Kleine Werbung am Rande. Gerne mal abchecken, ne, wenn ihr Podcast von One Piece hören wollt, let's go. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, von Anfänger bis zum, sag ich mal, höheren Spieler ist für jeden was dabei und ja, wenn es nur Dummschnack von mir ist, selbst das. So, dann gehen wir weiter. Nächstes Pack. Hoffen wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Ein paar Super Restroom erwischt. Ah, jetzt muss aber langsam mal was der kommen. Der Big Hit ist noch drin. Ne? Ah, aber... Ja, geht dazu. Coole Karte, wichtige Karte für Enel Deck. Ist natürlich wieder gelb hier. Ja. Denke, Katakuri-Perspektive spielt den auch, bin ich der Meinung, weil es grundsätzlich einfach eine sehr gute Karte ist. Von daher... kann man damit nichts falsch machen. Auch grundsätzlich hier die Strohhüte in der Wano Edition sozusagen. Für jeden, der den Manga kennt, weiß den Hintergrund davon. Okay. Richtig, richtig geil. Finde ich grundsätzlich auch schöne Karten. Und alle mit klassisch eigentlich auch ganz coolen Werten so grundsätzlich fürs Spiel. Ich hoffe, dass du den letzten Hit nicht für dich hier kassierst. Ne? Momentan steht es 1-0 für den Herrn neben mir. Ja, ja. Muss aber noch was kommen. Das wäre jetzt echt ein trauriges Display. Verdammt normal. Das ist. Ich hole mir jetzt die Secret plus... die nächste AA. Und dann rennst du weg, ne? Dann sieht man ihn aber rennen hier, Junge, ne? Und. Oh, und? ich sehe was, Hina, und... eine Koala. Okay, wieder eine Super Rare. Ja, es bleibt bei Super Rare erstmal. Es ist noch alles offen. Aber was ist denn so grundsätzlich deine Lieblingskarte vom Artwork her, würde ich sagen? Was ist vom so? Artwork, okay. Also es gibt einmal die, ich meine, es ist ein Three-Cost Law. Der ist schon, der sieht richtig, richtig cool aus, meiner Meinung nach. Ist auch gar nicht so teuer für die, die es einfach nur zum Sammeln haben möchten. Kriegt man auf Card Market für einen relativ guten Preis. Wenn es ein bisschen mehr ins Geld gehen soll,
Dann sind wir bei Gear 5 Ruffy. Den finde ich persönlich auch hübscher als den Signed Oda. Okay. Aber wenn ich die Auswahl habe, nehme ich natürlich den Signed Oda, weil ich mir davon den Ruffy zur Not auch kaufen kann. Sagen, dann und dann habe ich noch ein paar andere Extrakarten. Also so ist es nicht. Ich glaube, ich habe was. Hast du was? Ich habe was. Aber spürst du das? Ich spüre es in meinen Händen. Ja. Und. Ah. Mann, Pika, ja. Und normal. SR. Schwierig, ganz schwierig. Den Herrn kann man nicht so leicht glücklich machen, ne? Jetzt hier schon, die normalen SR-Hits sind schon nichts mehr für ihn. Das sind die Luxusprobleme. Ja, genau. Braucht man, ne? Manchmal ist es so. Muss aber noch was kommen. Also ich weiß nicht, gibt es ein Display ohne garantiertes Secret Rare? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das gibt es, wenn, ich glaube, wenn wir ein Leader drin haben. Okay, jetzt machen wir da keine Angst hier. Und Beppo, okay. Es ist ruhig hier gerade, es ist... Ich riech was. Der Geruch von Ruffy, ne? Manche Leute kennen das. Das ist dieses, man hat eine Nase dafür. Und? Hanlord. Das ist so nice. Das ist der Lore, über den ich gerade gesprochen habe. Ja, aber ja. Das ist der normale. Die Altart davon sieht sehr, sehr schick aus. Ja, meine Nase hat mich schon mal nicht getäuscht. Ein bisschen was, ne? Bin ja auch ein Lore. Wie so ein kleiner Spürhund von der Polizei. Ja, ich bin ja auch ein Lore-Fan. Also von daher, der Charakter, wunderbar. Richtig, so ein Charakter von... Ja, wie soll ich es beschreiben? So ein bisschen Coolness immer am Start. Ja, genau. So, und dann hast du es so... Es gibt halt nur einen, der perspektivisch cooler ist. Und das ist? Zorro. Ja. Oder? Ja, also ja, Zorro ja. ist halt die Verkörperung von Coolness. Das auf jeden Fall, ne? Also da gibt es keinen Charakter, der das irgendwie besser machen kann als er. Aber auf jeden Fall Lore, eine sehr große Fangemeinde. Also auch beim Fußball. Mhm. Stimmt, habe ich auch schon gibt es ja immer wieder die, das Feiern. Oh, 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 und? Ich glaube, es ist... Ist was? Oh, da haben wir den Kaido. Secret Kaido. Okay. Von den beiden Secrets natürlich der unattraktivere aus der, sag ich mal, Sicht der Spieler. Ja, habe ich schon bei vielen gehört. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, was ich richtig cool finde, ist, dass selbst das Standard-Artwork der Secret meiner Meinung nach richtig schön aussieht und absolut. Da passiert was, ne? Also die hat so richtig Dynamik auf der Karte. Ja, das stimmt. Und das ist für mich immer wichtig, dass auf der Karte was passiert. Oha, jetzt haben wir aber das Finale hier. Ja. Du bist ein guter Gastgeber. Ja, kein danke. Hit auf meiner Seite. Danke dafür. Ich komme gerne wieder. Du hast links gesagt. So. Ja. Aber. Und? Nein, ich bleib ohne Hit. So, dann komm, Last Pack Magic hier nochmal. Ja, let's go. Mit Glück können wir jetzt noch einen Hit haben. Ja, aber mit Glück. Das ist auf diesem Kanal manchmal nicht da. Leider. Ich hatte die letzten Tage das Gefühl, dass ihr nicht so unglücklich beim Ziehen das wart. Das ist aber nicht auf YouTube, aber auf Twitch passiert. Auf Twitch, ja gut. Leider keine Lieder. Schade, ja. Schade. Aber... Trotzdem eine nette Ausbeute, oder? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir haben hier ein paar schöne Karten dabei. Ja, ich glaube, es kommt ganz drauf an. Also aus Gaming-Sicht würdest du wahrscheinlich, oder aus Competitive-Sicht, wärst du wahrscheinlich nicht maximal glücklich mit dir, mit der Box. Ja. Aber wir wissen ja alle, wie das ist. Es gehört auch einfach dazu, dass man die Sucht befriedigt, anzuboxen. Und das ist manchmal mehr wert. Und das Wichtige ist, dass ihr die Hits habt. Genau. So, das ist so. Ne? Wir haben, genau, die Pakete sind noch heiß. Ja, also das ist das Gute. Ich kann sagen. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und ein Abo. Und ja, gerne den Podcast von Toni hier sich mal anhören, ne, wenn ihr interessiert seid. Wie heißt er denn nochmal? Asozial. Wo findet man ihn? Überall. Also hast Spotify, Apple, Podcast, also eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Shouts gehen raus an Tom und Carlos. Das ist natürlich nicht nur mein Podcast, sondern unser Podcast. Und wir unterstützen gerne Perfekt. Anfänger und zukünftige. Macht es auf jeden Fall. Ansonsten, danke. Das war das Opening. Ciao, ciao. Und bye, bye. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.